So, meine Lieben, herzlich willkommen in der neuen Woche. Jetzt gibt es noch ein kleines Tarot-Only. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zurück auf unserer Reise. Ne? Wir sind wieder aktiv am Ball und ich kann euch verraten, die Gefährdenlegung, da habt ihr heute, glaube ich, viel zu schmunzeln. Gell? Also ich hatte jetzt so einen Spaß gehabt. Da liegt doch wieder drin. Deluxe, sage ich nur. Also wer aufs Zwischenmenschliche schaut, auf Beziehungen und tralala, guckt euch unbedingt nachher die Gefährdenlegung an. Ich denke mal, mit viel Glück ist die am Frühabend dann hoffentlich greifbar. Sehr spannende Energie. Und jetzt schauen wir nochmal mit dem Crow Tarot, was sich noch so abzeichnet. Ne? Falls wir eben noch was übersehen haben, ich kenne ja schon das Ergebnis. Hier ist was am Tisch liegen geblieben, das hat uns was zu melden. Ich kenne ja schon das Ergebnis der Gefährdenlegung und ja, da kann ich euch nur sagen, stellt euch schon mal ein Getränk kalt, gell? So, da haben wir, ei, schon wieder ist doppelt gefallen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Hier, passt auf, das hat jetzt was zu sagen. Das muss was zu sagen haben. So. Ist ja ein Ding, ist ja ein Ding. Es ist immer mit völlig unterschiedlichen Karten. Die Botschaft ist die gleiche. Jede Wette. Jetzt bin ich gespannt. So, es geht nämlich los mit der 10 der Kelche. Hier ist ja gefühlstechnisch alles möglich. Die 10 der Kelche, das ist so die ganz große Liebe. Ne? Die ganz große Liebe. Die ganz große Liebe mit vielen Beulen in der Rüstung, mit der Stab 9. Die Stab 9. Da überlegt man ja, wie man es macht. Ne? Also hier ist ja der Rabenvogel aktiv daran oder aktiv damit beschäftigt, diesen neunten Stab hier aufzurichten. Acht stehen schon, der neunte ist noch in Arbeit und das ist auch immer so eine Vorsicht. Hier hat jemand schon gelernt, ne? Vielleicht auch durch Schmerz oder Herzeleid oder wie auch immer. Hier ist jemand vorsichtig, bevor er sich auf was einlässt. Was auch der Grund gewesen sein kann, warum er sich rausgezogen hat. Und das ist die 7 der Schwerter, die wird euch freundlich nachher nochmal grüßen, in eine heitere Legung verpackt. Also da ist ein ganz großer Unterhaltungsfaktor, weil man kennt ja schon so seine Pappenheimer. Ne? Also mit ganz großem Unterhaltungsfaktor, der da drauf liegt. Und die 7 der Schwerter, die steht ja dafür, dass man sich so rauszieht. Ne? So, und da ist aber immer eine Wiederkehr mit inbegriffen, weil der da geht, oder in dem Fall der da fliegt, ne, der geht nicht so ganz. Man sieht hier auch, hier wird jemand zurückgelassen und man kann hier auch nicht alles mitnehmen, was man gerne mitgenommen hätte bei diesem Abflug, ne? Also das hier ist nicht der Abgang, sondern der Abflug, der hier gemacht wird. Hier fliegen auch noch ein paar Federn, und aber man kehrt hier sozusagen an den Tatort zurück. Weil man hat ja was vergessen, ne? Und das ist dann so im wahren Leben ja so ein Aufhänger, ne? Ein guter Grund, um zurückzukommen, ne? Völlig plausibel natürlich, ohne das Gesicht zu verlieren. Man hat einen guten Grund, warum man zurückkommt und ist noch cool dabei, ne? So ungefähr ist das. Dann haben wir hier den König der Münzen, sehr spannend, weil der spiegelt in die 9 der Stäbe, ist auch ein Zeichen dafür, dass er hier ja, sich mit der Situation auseinandersetzt. Er ist sich hier auch seiner Wunden bewusst, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die 9 der Stäbe eben ganz einfach auch die Beulen in der Rüstung sind des Königs, ne? Der hat im Leben schon viel erfahren, erlebt, aber der hat sich hier auch gut aufgestellt als Münzkönig. Der hat schon auch was vorzuweisen. Das ist niemand, der, sag ich jetzt mal, grundsätzlich konfliktscheu ist. Das ist auch vielleicht, wenn es um dich geht. Aber so im Rest seines Lebens traut man ihm das vielleicht auch gar nicht zu. Es ist eigentlich auch ein verlässlicher Mensch. Aber wenn es um dich geht, da ist er völlig unsicher. Das sieht man hier an der 7 der Schwerter. Passt auf, und jetzt kommst du ins Spiel, Königin der Schwerter. Du bist hier, ne, also zum einen weißt du, wo du hin willst. Ne, das sieht man hier, ne, guckt hier, da. Ne? Du weißt, wo du hin willst und du zeigst hier in Richtung raus. Ne? Spiegelst sind die 10 der Kelche. Man könnte schon fast meinen, dass du sagst hier, also allerweilchen, nee, allerweilchen ist das Fässchen voll. Ne? Allerweil ist das Fass hier voll. Ich habe genug, ich verlasse diese, ja, diese große Liebe. Ne? Ich gehe da raus, weil die 10 ist ja auch immer so eine Zahl, als Zahlenkraft kann die halt kippen, ne? Von einem Extrem ins andere, hopp oder top. Die 10 ist das ganz große, die ganz große Überfülle.
Oder die kann natürlich auch in den Mangel kippen. So, und da hier im Herzen der Reihe der Abflug liegt, ne, hat sich hier vielleicht der König der Münzen, der dem uns eigentlich gar nicht zutrauen wird, der normalerweise ein Mensch ist, der im Leben sich aufgestellt hat, der sich positioniert hat, der vielleicht auch, sag ich jetzt mal, wirklich für andere Menschen ein richtig guter Freund ist. Der würde nie die Kumpels im Stich lassen oder so. Aber mit dir hat er die Last. Mit dir kommt er nicht zurecht. Da ist er überfordert. So, und dann hat er dir den Abflug gemacht, hat dich sozusagen sitzen gelassen und du denkst dir jetzt, nö, also dann gibt es hier für mich nur noch einen Weg raus aus dieser Kiste. Ne? Raus aus der Kiste. Also nicht rein in die Kiste, sondern raus aus der Kiste. Das könnte hier die Situation sein. Und wenn du jetzt hier in Resonanz gehst, dann guck unbedingt die Gefährdenlegung. Das passt so ins Bild, das ist der Knaller. Jetzt überlegt er hier aber schon inzwischen, ne, Abgang gemacht, zwei Schwerter verloren. Ne? Also der hat hier einen Grund, warum er wiederkommt. Und er setzt sich hier damit auseinander, mit seinem Abgang. Ne? Er beschäftigt sich damit. Und so wirklich weg ist er nicht, das kann ich euch schon verraten. So, was haben wir denn hier? Da, ich will nicht spoilern, aber achtet auf diese Karte. Ne? Da haben wir den Teufel. Dann haben wir die Erlösung. Besser kann es uns jetzt gerade nicht treffen. Dann haben wir hier... jetzt bin ich ja völlig von den Socken. Dann haben wir hier hin zum neuen Ufer. Über die Wellen. Ihm fällt hier vielleicht auch ein, er ist ja ein Vogel. Er muss ja hier gar nicht ertrinken. Man fliegt hier gegen die hohen Wellen. Ne? Also er fliegt hier auch gegen den Wind hin zum neuen Ufer. Ja, und mit dem Ast der Stäbe geht er das Risiko ein, ja, wieder auf der Matte zu stehen, würde ich schon mal fast sagen. Ne? Also wir haben hier unterm Deck, wenn man das jetzt auf diesen König bezieht, der sich hier rausgezogen hat, ne? Weil dich sehe ich hier als, dahin geht der Weg in die Freiheit. Ne? Also du bist so vielleicht zutiefst getroffen, weil du hier ja, hängen gelassen wurdest, sitzen gelassen wurdest. Er hat hier den Abgang gemacht, ne? Weil er ist hier definitiv derjenige mit den Beulen in der Rüstung. Er kam nicht klar, da war eine Überforderung, Peng. Ne? Macht hier die Flatter. Und dann sehen wir hier aber in der unteren Reihe, dass sich hier etwas hoch Karmisches unter Umständen auflöst. Mit dem Gericht liegt die Erlösung auf dem Teufel. Alles, was hier bindet. Ne? Du bist hier schon frei als Schwertkönigin, hält dich nichts. Lässt du dich hier nicht festtagern oder in eine Situation binden, in der du nicht mehr glücklich bist, dann kippt die Zehen und du sagst, dann gehe ich eben, ne, hopp oder top, dann eben hopp. Ne? Und man sieht hier auch, es kann auch dein Löseprozess sein. Ne? Es kann hier sein, dass du hinfliegst zu einem neuen Ufer und dass du das Risiko hier volle Möhre eingehst. Und gleichzeitig kann es aber auch bedeuten, dass dieser König, um den es hier geht, dass er hier, ja, diese düstere Macht, die ihn bündet, löst und dass er zurückfliegt. Ne? Also wenn sozusagen, wenn das der Abflug ist, dann ist das der Rückflug. Ne? Der hat sozusagen sein Rückflugticket auch gleich gebucht. So, habe fertig. Lasst euch überraschen, was euch heute die Gefährten zu erzählen haben. Ich freue mich auf euch. Lasst mir gerne ein Like da, einen lieben Kommentar oder ein Abo. Und ich bin wieder raus. Viel Freude heute noch bei den Videos und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschö mit Ö.